gibt es jetzt zu essen, mein Großer? Jetzt machen wir das, was du eigentlich überhaupt nicht magst, mein Lieber. Komm ich nicht mit Kürbis? Ich komme jetzt mit Kürbis und nicht nur das. Schau mal hier. Oh nee. Kombination Kokosmilch und Currypaste. Du willst mich jagen. Ich verspreche dir, wenn man das richtig macht, wirst auch du das lecker finden. Ey, wirklich, Stefan, die Wette halte ich. Kürbis, Kokosmilch und Curry. Da bin ich gespannt. Du weißt doch, eigentlich... Fehlt nur noch rote Beete. Das machen wir danach. Nein! Eigentlich weißt du genau, wie es funktioniert. Die 4S. Süß, sauer, scharf, salzig. Genau. Von jedem eine Nuance zu viel, dann hast du den perfekten Geschmack. Egal, was du kochst. Auch wenn du es nicht magst. Ich bin gespannt. Okay, legen wir los. Du bist mein Kürbismann. Wir haben jetzt hier Hokkaido. Die Hälfte reicht. Kerne raus, das Ding hinten weg. Und alles mit der Schale klein schneiden. Okay, Würfel? Ich würde mal sagen, so Zentimeter Würfel ist. Okay, kriegst du. Gut. Dann werden wir das perfekte Gemüse dazu machen. Schau mal her, wir haben hier Brokkoli. Da kriegst du mich ja wieder mit. Brokkoli bin ich ja Fan. Und Brokkoli ist der Hammer. Da habe ich auch einen kleinen Trick. Guck mal her, auch für euch eine Sache. Weil wenn man nämlich die Röschen normal schneidet, ja, dann fallen dir nämlich oben diese Blüten ab. Jetzt, wenn man hergeht und schneidet einfach nur den Strunk ein und reißt das Ganze dann auseinander, dann fallen dir nämlich keine Blüten runter und die bleiben ganz. Da habe ich echt immer überlegt, wie man das hinkriegt. Das ist echt toll. Der hat's drauf, der Typ. Der kann einfach was. Der hat's drauf, gell? Egal, was die anderen sagen. Okay, also, das ist ja quasi für unsere Suppe jetzt nur Beiwerk. Aber ich sag jetzt einfach mal, das ist halt wirklich der Vitaminhammer schlechtweg. Ja, was wir natürlich auch wieder reinmachen, Detlef, unsere Lieblinge. Wir hauen Ingwer mit rein. Turbo. Und wir hauen natürlich Currypaste mit rein. Und diese Currypaste, da ist natürlich auch jede Menge Chili mit drin, Zitronengras mit drin, Lime Leaves mit drin, also Ingwer noch auch mal mit Turbo. Drin. Und das ist wirklich ein Süppchen, was auch, ich hoffe, ich habe mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, dir Spaß machen wird. Und allen anderen sowieso. Also da macht mir echt, was mir Spaß macht an den Gerichten, ist, dass eigentlich, der hat überall immer ein Turbo mit drin. Meistens zwei oder drei Turbo-Abnehmbeschleuniger. Das ist natürlich Weltklasse. Ja. Und dazu einfach noch richtig schönes Wasser. Eine ganze Limone reingepresst und zwei Scheiben Ingwer. Mm. Und dann verlierst du die Pfunde im Gehen. Oder beim Essen. So, Würfel wollte er haben, der junge Mann. Sag mal, mit Schale oder mit was? Mit Schale. Also Hokkaido ist ja das Schöne, da kannst du die Schale mitessen, den brauchst du nicht schälen. Oh, also siehst du, ist ja klar, dass ich mich damit auch nicht auskenne, weil ich esse ja keinen Kürbis. Hokkaido mit Schale. Okay. Echt das Coole am Hokkaido. Und das ist wirklich ein Gericht, das geht wirklich in Lichtgeschwindigkeit. Ich sag jetzt mal, ein bisschen rumblödeln, Vorbereitung. Ich sage jetzt, zu zwei Kochen macht eh mehr Spaß. Sag ich mal, in 5 Minuten hast du das alles vorbereitet. Dann bin ich gespannt. Und in maximal 4 Minuten ist das Ding gekocht. Also insgesamt 10 Minuten. Ja. Mit Quatschen sogar. Und 10 Liegestütze zwischendurch. Super. Ich koche mir erst. Okay? Wir müssen uns die Liegestütze schließlich verdienen. Richtig. Schau her, auch hier wieder. Dasselbe Spiel, du machst Salz dran. Ist jetzt natürlich hier ein bisschen schwierig, weil normalerweise braucht man jetzt für die Gemüse, außer Blütengemüse, wie jetzt Brokkoli, Blumenkohl, Romanesco und solche Geschichten. Ja. Und bei Bohnen kein zusätzliches Wasser. Du kannst jedes Gemüse im eigenen Wasser garen. Aber da kommt relativ wenig Wasser raus. Und hier kommt sehr wenig Wasser raus, aber es reicht ein Esslöffel Wasser zum Garen. Selbst wenn der Topf voll wäre. Ganz einfach. Kann sich jeder selber erklären, könnt ihr euch auch erklären, sobald der Topfboden feucht ist, kann es nicht mehr anbrennen. Gemüse besteht aus was? Wasser. Wasser kocht bei ca. 100 Grad. Richtig. Der Deckel oben drauf verhindert, dass der Dampf abhaut, das war's. Und wie geil ist es denn, wenn ich ein Gemüse im eigenen Saft gar? Weil viele gehen halt her, machen das mit dem Wasser. Und das sind die ganzen Vitamine, Nährstoffe. Und kochen das wie die Wahnsinnigen. Und es ist, der ganze Geschmack ist im Wasser. Ewig schade. Ja, und so schmecken wir wieder unsere Dinge ab. Und hast du schon mal an einem Brokkoli gerochen? Der riecht danach gar nichts. Ne? Nee, normalerweise nicht. Riech mal, jetzt riecht er, oder was? Riech mal da rein. Na gut, so viel auch noch nicht. Ja, du musst die Rübe. Du musst die Rübe in den Topf halten. Du musst dir den Ding in den Kopf rein, den Schädel rinnen, die Mütze. Na, da ist was los.
Okay, vorbereitet. Was man jetzt noch vorbereiten muss, das mache ich schnell mal. Und zwar machen wir unseren zweiten Turbo Ingwer. Und beim Ingwer, Leute, da passt ihr einfach mal ein bisschen auf, tastet euch ran. Weil auch so ein Ingwer draufbeißen ist manchmal kein Zuckerschlecken. Es ist zwar extrem gesund und nachhaltig, aber man braucht es ja auch nicht übertreiben, weil im Vordergrund darf immer noch der Geschmack von jedem einzelnen Produkt stehen und nicht Ingwer oder irgendwelche Turbos. Denn das hat jedes Produkt verdient, wie Stefan Marquardt sagen würde. Genau. Ja, ist doch deine Devise, die finde ich auch super. Also machen wir Ingwer light. Ich mache jetzt einfach mal Julienne. Julienne, feine Streifen. Streifen sind Julienne, ja? Ja. Und was ist Petra? Petra ist ein Mädchen. Oder was suchst du, Petra? Naja, also wenn Julienne. Okay. Julienne, ja. Und wenn man Petra macht, sind da dann weißt Würfel du? Oder Kugeln oder. Manchmal stehe ich halt auf der Leitung. Naja, du bist okay. Jetzt. Ich würde sagen, ich fange das Kochen an. Okay, guck mal die Würfel, okay. Das würde ich mal sagen, das reicht. Das schaut zwar aus wie mit der Motorsäge geschnitten, aber, aber es hat Charme. Es hat echt Charme. Kannst du hier reinsetzen, schmeißen? Und was machen wir damit? Salzen. Warum? Weil dadurch der Geschmack richtig rauskommt. Richtig. Das Aroma dieses wunderbaren Kürbis. Und ich freue mich schon so, wenn ich dann diesen Kürbis, weil ich ja Kürbis so mag, wenn ich dann den Geschmack des Kürbis und den Geruch wirklich richtig riechen kann. Noch ein bisschen? Müssen wir mal richtig umdrehen. Noch ein bisschen rein. Und jetzt richtig umdrehen. Also, ich habe gesagt, ich fange das Kochen an. Das geht jetzt wirklich relativ schnell. Muss genau aufpassen. Okay, alles klar, ich bin da. So. Wir machen Pflanzenöl in den Topf. Wir machen Currypaste in den Topf. Ob ihr da jetzt eine rote nehmt, eine gelbe oder eine grüne oder Massaman-Currypaste, das spielt überhaupt keine Rolle. Schon, das riecht jetzt dann doch schon irgendwie ein bisschen cool jetzt. Ist okay, ne? Hat was von der Mango. So. Dann rein mit der Currypaste. Und ich würde sagen, rantasten, nicht gleich übertreiben. Weil das kann scharf werden, hä? Das kann sehr scharf werden. Und wir tasten uns jetzt einfach mal an die Farbe ran. Wie gesagt, ihr macht die Kiste auf Power, was euer Ofen hergibt. Und wir tasten uns an die Farbe ran, das verstehe ich nicht, Stefan. Wir kokeln das jetzt quasi an, die Currypaste. Wir rösten die an. Ja. Daher einfach schön anrösten. Und bevor das jetzt wirklich zu dunkel wird, löschen wir das Ganze. Wenn es laut wird, ist zu spät. Ja. So, du kannst sehen, jetzt wird langsam dunkel hier. Ja, ja, draußen auch. Ja, ihr seht auch, wird dunkel, draußen auch. Sojadose. Was machen wir mit der Sojadose? Warte, reduzieren lassen bis ganz vorm Schluss, bis die Blasen groß werden. Komplett einkochen, weg. Weg. Wir machen unseren Kürbis dazu. Ah, das sieht ja schon ein bisschen gut aus. Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass du die Wette gewinnst. Jetzt habe ich die Zwiebel vergessen. Soll ich die schnell schneiden? Moment, ich zähle sie dir schnell. Und dann machst du die Zwiebel einfach in ganz feine Streifen. Einfach halbieren und runterschneiden. Okay? Also Julienne? In Julienne. Du kannst auch Petraien schneiden oder Jacquelinien. Jacquelinien ist ja auch nicht schlecht. Ja? So, das wird jetzt einfach nur noch drunter gemischt. Ja? Gewürzt haben wir es. Die Zwiebel bitte auch nicht vergessen zu würzen, weil wie gesagt, jede Zutat darf zu 100% nach sich schmecken. Und das hat sich verdient. So. Guck mal, sind da Streifen, oder? Wenn ich die jetzt dann da auseinandernehme, sind wunderbar. Streifen. Also ich wüsste nicht, wann ich mal schönere Streifen gesehen habe wie diese. Vielleicht in deinem Anzug zur Hochzeit, in deinem Nadelstreifenanzug. Okay. Dann Kokosmilch. Oh. Hoppala, da hat er sich ein bisschen geschmuddelt, der Stefan. Was passiert auch dem besten Koch mal? Habe ich da einen Ansatz von Schadenfreude gehört? Quatsch, also sag mal, ich und Schadenfreude, das sind zwei Sachen wie Senf und Marmelade. Würdest du nie. Gut, so, Zwiebel rein. Warte, ich muss die erst salzen. So, hier haben wir die Zwiebeln, die kommen also rein. Rinder mit. Okay, gut durchrühren. Ja. Die Currypaste ist angeröstet. Die hat Power. Lieber Vater, ey. Wir haben die Sojasauce eingekocht, einreduzieren lassen. Wir haben die Zwiebeln gewürzt, wir haben die Kürbiswürfel gewürzt
Und jetzt können wir weiter kochen. Wir machen wieder auf Play. Attacke, Power, rein damit. Muss man darauf irgendwie besonders auf achten, welche Kokosmilch man sich holt? Also ich würd halt gucken, wenn es irgendwie möglich ist, dass man Bio nimmt. Okay. Aber ich sage jetzt einfach mal, Bio ist auch nicht die heilige Kuh. Es gibt Produzenten, die über Jahrzehnte tolle Produkte gemacht haben. Und nur weil da jetzt kein Siegel drauf ist oder kein Stempel drauf ist mit Bio, heißt es noch lange nicht, dass es nichts mehr wert ist. Also da muss man echt aufpassen. Ja, und man muss auch andersrum sagen, also ich bin ja nur wirklich Bio-Verfechter und Bio-Fan für uns alle in der Familie. Aber nicht immer ist das, was wo Bio draufsteht, dann wirklich auch so viel entscheidend besser oder leckerer als die andererseits gute Qualität im normalen Markt, weißt du? Also die Erfahrung mache ich dann auch des Öfteren. Richtig. Ich würde mal sagen, du nimmst jetzt einfach ein bisschen Butter. Was wäre ein bisschen etwa? Ja, also nicht alles, ne, sondern einfach, ich sag mal, so ein Kaffeelöffel. Kaffeelöffel, so? Ist das ein Kaffeelöffel? Das passt. Ich meine, Butter tut ja nicht weh. Rein damit? Oh ja, so. Ins Brokkoli, ja. Und? Einen kleinen dazu. So. Und ungefähr 1 bis 1,5 Esslöffel Wasser. Deckel drauf und Attacke. So, Leute, wir haben jetzt die Kokosmilch drauf. Wir lassen das Ganze jetzt circa 3 Minuten, maximal 5 Minuten kochen, damit die Sachen, die Einlage hier drin auch noch einen schönen Biss hat. Was du jetzt machen kannst, Limone, Abrieb und Saft von 1 bis 1,5 Limonen. Also wie gesagt, wir brauchen ja süß, scharf, sauer, salzig. Von jedem wie viel Abrieb brauche ich etwa, Stefan? Bitte? Wie viel Abrieb brauche ich etwa? Von einer. Mach mal einen Abrieb rein. So, Wasser ist drauf. Wasser ist drauf. Deckel drauf, damit der Dampf nicht abhauen kann. Und ab geht er, der Peter. Ah, also ich muss dir ehrlich zugeben, diese Gerüche hier bei dir, wenn wir kochen, die sind schon echt Weltklasse. Das hat was, ne? Ja. Das macht echt Spaß. So. Ich komm mal her, ich habe jetzt hier einen wunderschönen Lachs. Ach, Lachs kommt auch noch rein. Mhm. Und Lachs geht eigentlich immer, auch bei Lachs ist es so eine Sache. Wenn ich den natürlich anbrate und ich habe durch das starke Anbraten den Eiweiß austritt, dann macht die ganze Geschichte natürlich überhaupt keinen Spaß. Ja. Wenn ich die Eiweißgerinnung langsam mache, dann habe ich da gewonnen. Deswegen, wir werden den jetzt einfach nur roh marinieren. Dann macht man den schon mal in den Teller rein und dann gießt man einfach die heiße Suppe drauf. Und bis die nachher serviert ist, ist er nämlich perfekt auf den Punkt gegart. Genial. So? Vor allem hat so was Stilvolles, finde ich irgendwie. Also, das Marinieren beinhaltet natürlich auch alles an Gewürzen dran machen. Und wie gesagt, erlaubt ist, was schmeckt. Wichtig ist jetzt mal Salz. Hier gehen wir ein bisschen runter. So, hier sind wir am Start. Soll ich die jetzt noch schneiden, damit ich sie dann pressen kann? Ja. Okay. Ja. Schau dir mal die Farbe an. Grün. Und zwar ein Hammergrün, oder meinst du das? Ja, das ist nicht grün. Das weiß, das ist grün, aber ein wunderschönes Grün. Deckel drauf lassen? Achso, ich zeig mal kurz mir, was ein wunderschönes Grün. Ja, wenn wir mal hinschauen. Wie Lady, hier My Fair Lady sagen würde, ist grün zu grün, wenn Spaniens blüht, blühen. So. Okay, ich habe Salz dran gemacht. Hier machst du bitte auch noch etwas Abrieb und etwas Saft dran. Du musst es gut durchmischen und natürlich noch ein leckeres Olivenöl. So, und jetzt hier, wie man das zum Beispiel mal ausdrücken kann, ja. So, so, andere Hand. Und dann läuft es hier nämlich, tröpfelt es runter, genau wie wir es wollen. Mann, nicht schlecht, ey. Mann, so. Nicht schlecht. Da ist er. So. Hammer. Olivenöl und schön mischen. Oh. Mit einem Löffel mischen? Was können wir hier feststellen? Zu viel? Leute, nee, zu viel gibt's nicht. Viel hilft viel. Ah, stimmt, jetzt kommt die Variante. Das durchrühren, oder? Durchrühren, ja. So. Wenn man alleine hier schon mal guckt, ja, wie schön das alleine schon aussieht. Also man sagt ja immer so schön, das Auge isst mit, ja. Also hier ist ja das Auge schon mal richtig satt, oder? Ist ja Wahnsinn. Also, nicht, mal ernst. Nicht schlecht, muss ich auch sagen. Gut, also, fertig, fertig, fertig. Säure, Abrieb und schau mal her, ich habe hier noch eine Wunderwaffe. Mal gucken, ob du drauf kommst. Oh, was ist denn das? Kurkuma? Nee.
Kardamom. Naja, was mit K auf jeden Fall? Ja, K war schon mal richtig. Ein bisschen frischen Kardamom, dann habt ihr noch wirklich noch so eine frische Note drin und so richtig schön Bums nochmal. Soll so, auch flüssige Säure auch noch rein? Ja, ja. Okay. Ruhig von 2 Zitronen und dann, wenn wir das Ganze mal probieren, wie gesagt, wir brauchen auch hier wieder süß, scharf, sauer, salzig, von jedem eine Nuance zu viel. So, halt ein bisschen schlecht gemacht, aber ist trotzdem reingekommen. Ja. So. Ich koste erst, wenn du sagst, es ist gut, weil wie gesagt, ich bin Kürbis, Anti-Kürbis-Man und Anti-Kokos und Anti-Curry-Man. Ja, bin war fucking hot. Oh, Entschuldigung. Säure? Noch mehr Säure? Säure. Boah, oh, geil. Geil, 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 geil. Ja, noch nicht so ganz meins. Ein bisschen salzig mir. Aber ich bin jetzt natürlich auch sehr mäkelhaft, einfach um so ein bisschen dagegen zu sein, weißt du? Dagegen. Deswegen fandest du vorhin das Gericht auch perfekt gewürzt, da wo Salz gefehlt hat. Naja, ich bin wirklich nicht so ein sehr salzig Esser. Also mit 3 Kindern irgendwie. Wenn man jetzt gut, nicht gut, immer so. Gut, 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 gut. So. Angenommen, es ist zu salzig. Was machen wir? Säure. Ne. Süß. Ne. Also schon richtig, du kannst mit Süße das Ganze hochschaukeln. Mhm. Aber Zucker. Nee, Zucker kann man nicht nehmen. Wasser ist fies, weil dann geht der. Wasser, echt? Weil geht da nicht der Geschmack raus? Okay, ja. Einfach. Mhm. So, probieren. Letztes Urteil. In der Tat. Ist nicht so schlimm, oder? Ist schon. Also kann man essen. Ist echt gut. So. Ist echt gut. Und da kommt der Brokkoli noch rein, ja? So, Teller her. Boah. Teller, 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 tiefen, Teller. Tiefen Teller. Wo seid ihr, Teller? Teller, wo habt ihr euch versteckt? Hier. Ah, da. Schöpfer. Schöpfer. Was ist ein Schöpfer, das hier? Ditte? Na, das ist ein... Ja, warte doch mal. Hier, Schöpfer? Kelle. Ja, was ist ein Schöpfer, du hier? Hallo, in Franken heißt es halt Schöpfer. Aha. So, jetzt haben wir schön die Einlage. Das Schöne ist halt, du brauchst nichts passieren, du brauchst überhaupt nichts machen. Machen wir jetzt hier rein. Dann nehmen wir unsere, riech mal da rein, riech mal ja, da rein. Da drängst ja, du doch durch. Das ist heftig, das ist heftig. Und ja. Dann hier und so. Denn wenn man den weitergegart haben möchte, geht man einfach her und setzt die ganze Geschichte unten rein. Wir gehen jetzt einfach mal her, verteilen das so ein bisschen in der Suppe. Wahnsinn. Weißt du, der gart jetzt nämlich ganz leicht glasig nach. So, dann machen wir in die Mitte unseren Eyecatcher. Oh, das ist echt ein Kracher. Und et voilà. Und ich verspreche dir, ohne Quatschen geht das Ding in der Hälfte der Zeit. Ich muss davon ein Foto machen, weil es sieht, also egal ob es schmeckt oder nicht, aber es sieht so kracher Hallo, aus. Hallo, klar schmeckt es. Es sieht so kracher aus. Warte. Oh Mann, ey. Hammer. Essen? Essen. Löffel. Löffel. Und dann wirklich ganz ehrliches Urteil. Ja, du gut nicht. Süß, scharf, sauer, salzig. Es ist nichts drin, was euch wehtut. Ihr könnt mit diesem Gericht abnehmen. Ihr könnt mit dem Gericht angeben, weil es geil ausschaut. Und Geschmack. Und ihr könnt mit dem Gericht abgehen. Ist heiß? Geht. Also, wem das nicht schmeckt, dem schmeckt ich und Kürbis, gar nichts mehr. Das hätte ich nie gedacht. Ich und Kürbis, ich esse keinen Kürbis, aber das ist wirklich geil. Alter Schwede. Auch den größten Pessimisten kriegt ihr damit auch. Bis zum nächsten Mal. In eurer Marquardt-Soest-Kochschule.